Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich mal wieder Bücher aussortiert. Das sind jetzt wieder Bücher, die ich noch bei meinen Eltern stehen hatte. Ich war natürlich. Hilfe, der rutscht schon die erste Staffel weg. Ich war natürlich über die Feiertage zu Hause und habe mir wieder so einen Stapel mitgenommen, den ich aussortieren möchte. Das sind zum Teil Klassiker, zum Teil sind es auch Jugendbücher. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, was so rausgeflogen ist. Der Stapel ist nicht sortiert. Ich nehme jetzt einfach so von oben nach unten, wie es hier liegt. Das erste Buch ist Memento, die Überlebenden. Das ist Teil 1 der Trilogie. Da habe ich mich lange schwer getan, ob ich mich davon trennen soll, weil zum einen finde ich das Cover super, super schön. Und ich habe eigentlich das Szenario in dem Buch ziemlich cool gefunden. Da geht es ja darum, dass vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, 10 Jahren oder so, ich weiß es nicht mehr, so, es wohl einen Krieg gegeben hat und da sind Bomben abgeworfen worden, die eben im Grunde die Zivilisation ausgelöscht haben. Und so die molekularen Verbindungen verändert haben. Das heißt, Menschen und Tiere sind, also es sind Menschen miteinander verschmolzen, Menschen mit Gegenständen, Menschen mit Tieren und so. Und daraus haben sich gibt es halt Menschen mit Behinderungen in dem Sinne, dass die mit Gegenständen, mit Tieren oder mit anderen Menschen verschmolzen sind. Und es gibt Ungeheuer, wo Menschen quasi mit dem Erdboden verschmolzen sind und jetzt so eine Art Monster im Boden sind und dann andere Menschen da reinziehen und fressen und so. Und dann gibt es das Kapitol, wo eben Menschen unversehrt überlebt haben, aber da drin irgendwo gefangen sind und nicht raus können. Und es gibt wieder so eine Widerstandsbewegung und eine Protagonistin, die natürlich irgendwie da in größerem Zusammenhang irgendwie einzuordnen ist. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Was mir furchtbar auf den Keks gegangen ist, ist die Liebesgeschichte hier drin. Und dass es in, also manches hat mich nicht überzeugt, weil ich es irgendwie unrealistisch fand und ich fand, dass die Geschichte irgendwo nicht zu Potte kommt. Und deswegen habe ich halt auch die Reihe nicht weitergelesen, aber ich war mir nie sicher, vielleicht lese ich ja doch irgendwann mal weiter. Aber ich glaube, ich gebe das an der Stelle auf, weil ich habe jetzt, glaube ich, seit 6 Jahren oder 7 Jahren das nicht mehr angefasst. Und ich denke, da werde ich es auch nicht mehr weiterlesen. Und wenn mir die Liebesgeschichte im ersten Teil schon so auf den Keks geht, dann wird die in den nächsten 2 Bänden garantiert nur noch schlimmer. Und es gibt einfach so viele andere Bücher, die ich lieber lesen möchte. Und ja, irgendwie brauche ich. Hab dann immer noch gedacht, vielleicht behalte ich aber wenigstens Band 1 so als gute Erinnerung. Aber da gibt es halt andere Bücher, die mir besser gefallen haben. Und ich habe halt nicht unbegrenzt viel Platz in meinem Regal. Ich erinnere mich ja trotzdem daran, dass ich es gelesen habe. Und deswegen tue ich das jetzt raus. Das zweite Buch ist auch ein Jugendbuch und eine Biografie oder ein Tagebuch. Nämlich Frag mal Alice, das ist das Tagebuch eines jungen Mädchens, die ist mit 15 an ihrer Drogensucht gestorben, nachdem sie von zu Hause weggelaufen ist. Und ihr Tagebuch, was sie in dieser Zeit geführt hat, ist eben in diesem Buch veröffentlicht worden. Das ist ein Jugendbuch, lässt sich ziemlich schnell lesen, hat nicht so viele Seiten. Aber ja, irgendwie, das war jetzt halt nicht so super gut, dass ich es behalten muss. Allgemein trenne ich mich auch so ein bisschen von Büchern, die ich in so einer bestimmten Zeit gelesen habe, mit so einer bestimmten Thematik, weil sich die Erinnerung an diese Zeit auch einfach nicht so gut anfühlt und da gehört dieses hier mit rein und deswegen werde ich auch das weggeben. So, jetzt kommen erstmal die paar Klassiker. Das sind fast alles Schullektüren, glaube ich. Da haben wir einmal von Thomas Mann, zum einen Tonio Kröger und Mario und der Zauberer. Wir haben in der Schule Tonio Kröger gelesen. Ich fand das auch gar nicht schlecht. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, weil ich mich allgemein dann an Deutsch in der 13. Klasse nur noch so schemenhaft erinnern kann. Also ich habe halt Deutsch nicht als Prüfungsfach gehabt, sondern hatte nur den Grundkurs. Und in 13 war ich dann einfach voll fokussiert, vor allem auf Chemie, weil ich da Leistungskurs hatte und eben meine anderen Prüfungsfächer und so weiter und so fort. Und mir ging es auch nicht so gut und irgendwie habe ich, ist Deutsch, irgendwie habe ich das ziemlich weitgehend verdrängt. Deshalb kann ich auch gar nicht mehr so viel zu diesem Buch sagen. Ich hatte nochmal da drin geblättert, weil ich gedacht hatte, vielleicht lese ich es ja jetzt als Erwachsene nochmal, aber irgendwie habe ich da nicht so richtig Lust zu. Und deswegen kommt das jetzt raus. Und ich kann euch halt leider auch nicht so richtig sagen, worum es geht. Ich weiß nur noch, dass der Tonio Kröger, da geht es halt um Tonio, der ja nicht so richtig reinpasst in die Gesellschaft und so weiter, weil der halt irgendwie anders ist. Ich glaube, der ist eher so der Typ zarter Künstler und das ist
Ich weiß es nicht mehr. Ich will es jetzt nicht beschwören, was ich hier gerade erzähle. Vielleicht weiß das einer von euch besser. Und der Mario und der Zauberer kann ich euch leider gar nichts zu sagen. Da kennen sich wahrscheinlich alle, die Deutsch-LK hatten, besser aus als ich. Ja, Thomas Mann muss man bei uns, glaube ich, gelesen haben, weil der kam ja aus Lübeck und ich komme aus der Nähe von Lübeck und deswegen muss man irgendwas von ihm unbedingt wohl mal gelesen haben. Mich hat das nie interessiert, muss ich sagen. Ich habe die Buddenbrooks auch mal als Film gesehen und ich habe mich so furchtbar gelangweilt. Ich habe mich noch niemals so gelangweilt bei einem Film. Obwohl das ja im Grunde seine Familiengeschichte ist und ich glaube, ich war vielleicht damals noch zu jung. Jetzt als Erwachsene würde ich ihn gerne noch mal sehen und fände ihn interessant. Lesen muss ich das jetzt aber auch nicht unbedingt. Ja, also leider nichts für mich. Das nächste ist von Arno Schmidt, auch so ein Doppelbuch. Seelandschaft mit Pocahontas und Die Umsiedler. Wir haben Die Umsiedler gelesen, auch das fand ich gar nicht so schlecht. Es spielt auch in einer Region in Niedersachsen, wo ich mich ganz gut auskenne, weil ich Freunde auf der Ecke habe und dann oft da gewesen bin. Aber auch hier, es ist irgendwo, also Arno Schmidt ist ja eh so ein etwas besonderer Typ, der schreibt sehr außergewöhnlich, ungewöhnliche Sachen, auch entsprechend ungewöhnlich ist das zu lesen. Und mir gefällt das einfach nicht so gut. Ich weiß nicht, es ist halt einfach nicht das, was ich gerne lese. Ja, Seelandschaft mit Pocahontas ist vor allem bekannt geworden, weil es damals in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde und die darauf eine Strafanzeige wegen Pornografie bekommen haben, weil die Gesellschaft früher in den 50ern noch etwas zugeknöpfter war als heute. Ja, also auch das kommt leider raus. Und noch so ein Klassiker, Jean Anouilh, Antigone. Das ist ein Theaterstück und daran besitze ich absolut keine Erinnerungen mehr. Offensichtlich haben wir auch das gelesen. Ich weiß nichts mehr davon. Und ja, auch das ja, darf sich dann leider wieder verabschieden. So, dann haben wir noch zwei Bücher, die ich jetzt quasi gedoppelt in Kombination zeige, nämlich von Marie-Cécile Laprèche, zum einen Borderline und das andere ist Air. Diese Bücher sind quasi inoffiziell Band 1 und 2. Das hier ist die Autobiografie der Autorin. Ich habe das früher schon mal gelesen und dann gemeint, naja, es geht ja eigentlich gar nicht um Borderline in dem Buch. Jetzt rückblickend muss ich sagen, doch natürlich, weil eigentlich trieft hier Borderline aus jeder Zeile dieses Buches. Es wird sich halt nur null damit auseinandergesetzt und es kommt im Text nicht einmal vor das Wort. Also die Autorin ist schon. Die ist sehr gestört, auch durch ihre, also ihre Mutter ist halt selber psychisch krank, ihre Oma ist auch ein bisschen seltsam und sie ist halt ohne Vater aufgewachsen. Der normalste ist wohl ihr Stiefvater, der dann aber die Flucht ergreift, als ihre Mutter sich umbringt, ganz zu Anfang des Buches. Und sie ist dadurch halt emotional und psychisch einfach schwer geschädigt. Und ja, vögelt sich dann wild durch die Gegend und kann keine Freundschaften halten und so weiter und so fort, ist sehr impulsiv, emotional und instabil und alles, was Borderline eben so ausmacht. Aber sie reflektiert das halt null, sondern sie geht halt irgendwie immer nur von sich aus, alles dreht sich irgendwie um sie und irgendwie sind dann ja immer sind dann die anderen, die alles falsch machen. Keine Ahnung, ich kann das ganz schwer in Worte fassen. Außerdem ist dieses Buch ziemlich vulgär, muss ich sagen. Und ja, also auch irgendwo sehr verstörend geschrieben, die ganze Ausdrucksweise. Sie redet manchmal in sehr, sehr seltsamen, verstörenden Bildern, muss ich sagen. Ja, ganz seltsam. Und er hier ist quasi, ich sage quasi Band 2, weil es hier eine fiktive Figur gibt namens Kiki. Aber wenn man das erste Buch gelesen hat, erkennt man, dass das eigentlich die gleiche Geschichte ist, die hier nur nahtlos weitergeht. Die beiden Bücher sind noch zusammen in einem Film verfilmt worden und da heißt die Figur dann Kiki Laprèche, also so ein Hybrid aus beidem. Der Film ist wahnsinnig schlecht, muss ich sagen, und hat natürlich, kommt an das Buch nicht mal annähernd ran, weil das klar ist, das Buch. Ach, wieso halte ich das ständig falsch? Dieses Buch lebt halt vor allem von seiner absolut verstörenden Sprache und verstörenden Bildern und von seiner Gestörtheit und das kommt in einem Film einfach absolut nicht rüber. Und wenn man sich halt irgendwie dafür interessiert, sollte man schon eher das Buch lesen. Ja, hier geht es dann hauptsächlich um eine Affäre, die sie an der Uni mit ihrem Dozenten hat. Parallel hat sie die auch noch mit einem anderen Mann. Und ja, wie gesagt, im Grunde
ist das genauso verstörend und merkwürdig wie das erste Buch. Und ja, ich muss die nicht unbedingt behalten. Ich hatte sie mir dann nochmal angeguckt und angefangen reinzulesen. Und dann, wenn man einmal angefangen hat zu lesen, liest man auch automatisch immer weiter. Ich will gar nicht sagen, dass das ein schlechtes Buch ist. Es ist literarisch nicht wertvoll. Es ist vielleicht interessant für jeden, der einfach mal einen Einblick in so ein Gehirn kriegen möchte. Dafür ist es super, weil das ist hier dann wirklich ungefiltert die volle Dröhnung borderline. Für alle, die sich einfach mal das angucken wollen, vielleicht auch die selber erkrankt sind und gucken wollen, wie das bei anderen ist. Vielleicht auch Angehörige, die wissen wollen, wie sieht das in so einem Gehirn aus. Aber natürlich ist diese Erkrankung ja auch bei jedem anders ausgeprägt. Das heißt, das ist halt nur ein Fallbeispiel. Ja. Aber auch das habe ich halt gelesen in dieser Zeit, wo es mir selber nicht so gut ging. Und deshalb trenne ich mich halt von Büchern, die irgendwie so ein gewisses Gefühl wieder heraufbeschwören. Und deswegen kommen auch die jetzt raus. So, ein Buch haben wir noch. Und das ist dieses hier, Eine dunkle und grimmige Geschichte. Das ist wieder ein Jugendbuch. Auch hier habe ich lange überlegt, ob ich das weggebe, weil es mir eigentlich gut gefallen hat. Das hat ja damals sehr gemischte Bewertungen bekommen. Viele fanden es gar nicht gut. Das ist halt bei Märchen Adoption immer so eine Sache. Also das hier ist ja eine Geschichte, die mehrere Märchen der Gebrüder Grimm Entschuldigung, ebenso miteinander verwebt und ein bisschen neu interpretiert. Und mir hat das voll gut gefallen. Andere mochten das halt gar nicht. Das muss man sich halt überlegen, ob man das mag, wenn Märchen so ein bisschen umgebastelt werden. Andere mögen das ja per se nicht. Ich fand das sehr gut gemacht und eigentlich ganz schön. Ich finde auch das Cover schön. Trotzdem ist es jetzt halt nicht eins der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Ich könnte mir zwar sogar vorstellen, das nochmal zu lesen, aber ja, ich weiß auch nicht, irgendwie sagt mein Gefühl, dass ich es nicht unbedingt behalten muss, weil ich es irgendwie, wenn es im Regal steht, dann doch nicht beachte. Wenn ich es jetzt so in der Hand habe, finde ich es wieder schön und fange an zu blättern und so weiter, aber solange es im Regal steht, beachte ich das nicht und dann kann ich es halt auch wegtun. Ja, und deswegen tue ich es halt raus, dann wird wieder ein Platz im Regal frei. Und ich werde in meinem Leben auch so noch genug Bücher horten und ich möchte halt lieber Bücher im Regal haben, wo ich die, wenn ich die jedes Mal angucke, dann jedes Mal denke, oh, wie schön, dass die da stehen. So, ja, das war's auch soweit von mir. Sollte euch irgendeins dieser Bücher interessieren, dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ich gebe die gerne gegen Versandkosten gratis ab, wenn ich damit jemandem eine Freude machen kann. Das war's dann soweit von mir. Ich hoffe, das war halbwegs interessant für euch. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald in einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut und viel Spaß, was auch immer ihr jetzt vorhabt. Tschüss!